Schön, dass du dabei bist. In diesem Video erstellen wir eine Infinity Tunnel Loop Animation in After Effects. Dazu erstellen wir uns wie immer erst eine neue Komposition. Ich verwende hier 1920x1080 Pixel mit einer Framerate von 30 und eine Zeitdauer von 15 Sekunden sollte völlig ausreichen. Nennen wir die Komposition noch in Main um. Dann können wir, wie hier schon gemacht, den sichtbaren Titelbereich einmal anschalten. Das hilft uns hier, Formen besser zu zeichnen. Denn als erstes wollen wir einen Kreis zeichnen. Dafür wählen wir einmal das Ellipse-Werkzeug-Tool aus. Ich setze hier die Fläche auf keine und die Kontur auf 10 Pixel. Wir können hier auch noch eine beliebige Konturfarbe auswählen. Um jetzt einen Kreis in der Mitte zu zeichnen, halte ich die Ctrl- und Shift-Taste gedrückt, drücke in die Mitte und erstelle somit einen Kreis. Falls der bei euch jetzt nicht in der Mitte ist, könnt ihr unter Ausrichten diesen noch mittig setzen. Danach gehen wir hier unter der Formebene 1 auf Hinzufügen und fügen den Verstärker hinzu. Hier haben sich dann mehrere Kopien von unserem Kreis erstellt. Wenn wir den Verstärker einmal öffnen, können wir hier die Kopien erhöhen. Ich wähle hier mal 20 aus. Unter Transformieren des Verstärkers setzen wir die Position auf 0 und 0. Und wenn wir die Skalierung hier mal verringern auf 50%, sehen wir hier auch schon unsere ganzen Tunnel. Um jetzt diese Loop-Animation zu erstellen, brauchen wir eine Expression. Dafür halten wir die Alt-Taste gedrückt und klicken einmal auf die Stoppuhr bei Versatz. Dann öffnet sich das Expressionsfenster. Hier geben wir einmal ein Time mal minus Punkt 5. Wenn wir jetzt in der Zeitleiste vorgehen, sehen wir schon unseren Infinity Loop. Danach wollen wir noch eine Formebene erstellen. Dafür kopieren wir uns hier einmal den Verstärker, einmal auswählen, Steuerung C, wählen dann keine Ebene aus und suchen uns das Zeichenstiftwerkzeug, klicken es einmal an, zoomen etwas rein und ich erstelle hier jetzt eine gerade Linie. Dabei hilft uns hier diese Linie von unserem sichtbaren Titelbereich. Einmal klicken, die Shift-Taste gedrückt halten und dann unten vom Strich noch einmal klicken. Jetzt haben wir hier einen Strich erstellt. Die Kontur setze ich hier auf 5 Pixel und ich verwende hier eine andere Farbe. Diese Formebene öffne ich einmal, gehe auf Inhalt und drücke STRG und V. Hier hat sich dann der Verstärker einmal eingefügt. Dann öffne ich die Form 1. Unter Transformieren dieser Form setze ich die Position jetzt an die linke Seite. Wenn ich hier die Position verringere, sehen wir auch schon unseren Loop-Effekt wieder. Und die Skalierung, hier nehme ich den Haken für die Proportion einmal raus und erhöhe noch etwas die Y-Achse auf dem Wert 250. Das gleiche wollen wir auch noch auf der rechten Seite erstellen. Dafür wähle ich einmal die Form 1 aus, dupliziere diese mit STRG und D, öffne dann die Form 2, öffne die Transformiereigenschaften und setze die Position jetzt auf den Pluswert. Danach erstellen wir uns noch eine weitere Formebene. Ich wähle hier wieder das Zeichenstiftwerkzeug aus, wähle hier einmal die Mitte aus, zoome nach außen und halte die Shift-Taste gedrückt und den zweiten Punkt setze ich jetzt außerhalb unseres sichtbaren Bereichs ein. Die Kontur können wir hier einmal deutlich erhöhen, so grob auf den Wert 1000 Pixel. Wählen hier für die Konturfarbe ein dunkles Grau. Diese Formebene dient für unseren Weg. Wenn wir hier die Formebene einmal öffnen, unter Inhalt, Form 1 und die Kontur öffnen, finden wir den Reiter Verjüngung. Und hier können wir die Anfangslänge auf 100% erhöhen. Und so haben wir unseren Weg erstellt. Danach wollen wir noch einen Glow-Effekt hinzufügen. Dafür erstellen wir uns eine Einstellungsebene, neu Einstellungsebene, suchen uns zuerst den Effekt Schlagschatten, einmal auf die Einstellungsebene ziehen, dann öffnen sich hier wie gewohnt die Effekteinstellungen. Ich setze hier die Entfernung auf 0 und die Glättung auf 50.
und passe hier noch die Schattenfarbe an. Und zwar gibt es hier die Pipette. Hier wähle ich einmal die Farbe von meinem Kreis aus. Und hier sehen wir dann den Schatten. Das Ganze wollen wir noch leuchten lassen. Also suchen wir uns unter Effekte und Vorgaben den Effekt Leuchten, auf Englisch Glow. Einmal auf die Einstellungsebene ziehen. Dann öffnen sich hier wieder die Effekteinstellungen. Den Schwellenwert setzen wir hier auf 100%. Den Radius erhöhen wir auf 16 und die Intensität auf den Wert 2. Dann duplizieren wir nochmal unseren Leuchteffekt mit STRG und D. Dann haben wir hier Leuchten 2 und für diesen erhöhen wir unseren Radius auf den Wert 120. Danach wählen wir einmal alle Ebenen aus, machen einen Rechtsklick darauf und packen sie in eine neue Unterkomposition. Ich verschiebe hier alle Attribute in eine neue Komposition, nenne das Ganze einmal Tunnel, wechseln dann wieder in unsere Hauptkomposition und erstellen jetzt noch ein paar Effekte. Dafür machen wir wieder einen Rechtsklick auf Neu- und Einstellungsebene. Diese nennen wir einmal um in Blur. Hier wollen wir den Blur-Effekt anwenden. Dafür gehen wir unter Effekte und Vorgaben und suchen uns den Effekt Kameralinsen-Weichzeichner. Einmal auf die Blur-Ebene setzen. Wir wollen hier nicht das ganze Bild ausblurren, sondern nur hier den mittleren Teil, also den hinteren Teil. Dafür wähle ich das Ellipse-Werkzeug aus, schaue, dass ich meine Blur-Ebene angeklickt habe, halte dann wieder die Ctrl- und Shift-Taste gedrückt und ziehe hier in der Mitte einen Kreis auf. Danach öffnen wir noch unsere Maske und erhöhen hier die weiche Maskenkante. Jetzt haben wir hier den mittleren Teil ausgeblurrt. Danach wollen wir noch ein paar optische Effekte hinzufügen. Dafür erstelle ich mir wieder eine neue Einstellungsebene. Nennen sie diesmal Optics. Und suche mir jetzt den Effekt Noise, also auf Deutsch Störung. Einmal auf die neue Einstellungsebene ziehen. Die Stärke des Rauschens setze ich hier auf 10%. Und ich nehme hier den Haken für das Farbrauschen raus. Danach suche ich mir den Effekt CC Lens. Unter Verzerrung einmal auf die Einstellungsebene ziehen. Dann sehen wir hier schon den Spacey Effekt. Den müssen wir noch ein bisschen anpassen. Die Größe setze ich hier auf 100. So können wir es jetzt eigentlich schon lassen, wenn ihr das wollt. Aber wenn ihr wollt, können wir noch einen Effekt hinzufügen. Dieser heißt Optik Kompensation. Auch wieder auf die Ebene ziehen. Das Blickfeld erhöhen wir hier um den Wert 120. Aber um den Effekt wirken zu lassen, setzen wir den Haken hier für Linsenverzerrung umkehren. Und fertig sind wir mit dieser Tunnel-Animation.